Bist du ein Himmelsgucker? Denkst du gerne an das Schöne und Gute? Wünschst du dir auch, dass es weniger Dreck auf dem Fußweg gibt? Und möchtest einfach, dass die Welt gut ist, dass das Leid weg ist, dass Depressionen der Vergangenheit angehören, dass es den Menschen auf der Erde gut geht? Himmelsgucker haben ja immer so ein Gespür dafür, wie das Leben eigentlich sein sollte. Sie mögen gute und heile und schöne Orte. Und sie sind diejenigen von uns, die uns alle immer so damit hinziehen, wo es schön und gut ist. An Himmelfahrt stehen die da, diese 12 Freunde von Jesus. Und sie gucken in den Himmel und denken sich, ist er wirklich weg? Endgültig? War es das jetzt? Und was kommt jetzt überhaupt? Und während sie so dastehen und in den Himmel gucken, hören sie auf einmal, ziemlich wenig sakral und eher so straßendeutschmäßig, was guckst du? Also ich meine, was guckst du? Ihr wisst schon, da wo man sich vielleicht zwei halbstarke Jungs im Rapper-Look mit Goldkette vorstellt, da stehen zwei Engel. Und die Engel sagen, eure Augen sind gerade in einem Territorium, wo sie nicht hingehören. Also das, worüber ihr euch gerade Gedanken macht, da solltet ihr nicht sein. Und in der Bibel kommen Engel ja immer dann, wenn es wirklich wichtig ist, dass jemand was versteht, was er sonst auf keinen Fall verstehen würde. Die Engel sagen also zu den Jüngern, was guckt ihr in den Himmel? Dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn gerade habt aufwahren sehen. Ja, aha, die sollen also nicht in den Himmel gucken, sondern auf die Erde. Die sollen mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Sie sollen das, was Jesus ihnen mal aufgetragen hat, tun. War ja noch nicht lange her, da ist Jesus von den Toten auferstanden. Und damit ist die größte Hoffnung überhaupt, nämlich dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, dass Todesangst nicht unsere Lebensmelodie sein muss. Das ist auf einmal präsent. Das soll raus in die Welt. Welt verbessern, Welt zum Himmel machen. Yeah! Nee. Wenn ich kurz zurückdenke, immer dann, wenn in Deutschland Menschen gesagt haben, wir holen den Himmel auf die Erde, jetzt wird es richtig gut, ist es in der Regel richtig totalitär und richtig schief und richtig schlimm und richtig schrecklich geworden. Weltverbessertum, Himmel auf die Erde holen, wird fast immer schief und falsch. Na und doch wollen wir es, oder? Und da kommt jetzt was rein, was ich unheimlich spannend finde und ich glaube, was unheimlich wichtig ist. Nämlich das, was Jesus direkt vor seiner Himmelfahrt den Jüngern gesagt hatte, war nicht, geht raus und verändert die Welt, sondern geht nach Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Wartet auf das, was Gott euch verheißen hat und geben möchte. Auf Englisch, stay for the Spirit. Wait for the Spirit. Wartet darauf, dass Gott euch ausrüstet mit dem, was ihr braucht. Und das ist das, was ich mir wünsche, was ich uns wünsche, was ich glaube, wir auch als Refo-Konvent allen Menschen, die zur Refo-Kirche, zur Refo-Community gehören, wünschen, jetzt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, zwischen dem letzten Wochenende und nächsten Wochenende, diese Zeit, wo man sich wirklich gut mal hinsetzen kann und sagen kann, Gott, ich brauche, wir brauchen deinen Heiligen Geist, deinen heilenden Geist, deinen aufdeckenden Geist, das, was geistvoll ist und belebt und was hilft. Warten auf den Geist. Was guckst du? In den Himmel. Sei auf der Erde. Weil Jesus seinen Geist, seinen heilenden Geist, mitten in diese Welt gibt. Und jetzt ist die Zeit, darauf zu warten, darum zu bitten, gemeinsam dafür zu beten. Kleiner Impuls für diese Woche. Möglicherweise mit geistvoll großen Auswirkungen, wenn der Heilige Geist in dein Leben hineinspricht. Ich möchte am Ende noch kurz beten. Heiliger Geist, komm in unser Leben. Komm herab und fülle uns. Fülle die Menschen. Und mach das Leben auf dieser Welt geistvoll. Lass uns deine Spuren sehen und lass uns zu Menschen werden, die voller Geist und voller Barmherzigkeit und Geduld und Freundlichkeit für andere da sind und die in sich so eine unbesiegbare Hoffnung haben.
Du bist gut. Du bist für uns, Gott. Amen.